Let's Play Bloons. Let's Play Bloons. Naja, gut. Bloons TD 6. Wir haben das erste Mal normales Gameplay gesehen und heute, es ist einige Zeit vergangen. Und ja, das Spiel macht mich ein bisschen süchtig. Es macht irgendwie Bock. Ich spiele es gerne mal so einfach nebenbei. Und ja, ich habe mir jetzt auch schon einen neuen Helden geleistet. Also meine ersten 3000 Geld sind für diesen eher Wirtschaftshelden draufgegangen. Der hat die Fähigkeit, prinzipiell mehr Geld zu erschaffen. Der greift anscheinend nicht an. Er macht ein paar Hacks und sowas, aber ansonsten er verdient Geld. Sein Skin ist ein DJ-Skin. Sieht auch ziemlich cool aus. Also das sind so Sachen, wo man mit Geld kaufen kann. Mit diesem Affengeld. Ja, erstmal habe ich mir Benjamin, den Code-Affen, geholt. Oh ja. Aber den werden wir heute nicht testen. Den werden wir ein andermal testen. Heute machen wir einfach mal eine Tagesherausforderung. Tatsächlich, beim letzten Mal haben wir normal gemacht. Es gibt auch verschiedene Sachen. Ich weiß persönlich nicht, warum hier so ein Rennen zum Beispiel, warum ich daran nicht teilnehmen kann, aber ich vermute, es liegt daran, dass ich die Map noch nicht freigeschaltet habe, weil erst mit dem Spielen von Maps schaltet man scheinbar neue Maps, oder mit fortschreitendem Level schaltet man neue Maps frei, und hier, ab hier habe ich keine Maps freigeschaltet, und da wird wahrscheinlich diese gewählte Map auch dabei sein. Ja, ich habe in den vorderen Maps auch schon ein bisschen was gemacht. Ich habe sogar mit Schwer- und Bonus-Herausforderungen gemacht. Also hier sieht man ja, es gibt da zwei kleine Sternchen neben der Medaille immer, und da gibt es eben Bonus-Herausforderungen. Ich frage mich, was das ganz hinten ist. Das ist wahrscheinlich eine ultimative Herausforderungssache. Vielleicht. Werde ich noch herausfinden in der Zwischenzeit. Okay, aber wir werden heute die tägliche Herausforderung mal machen. Die Tagesherausforderung. Ziemlich chillig, gehe ich davon aus. Also leicht, Standard. Sollte einfach sein, wir kriegen ein bisschen Geld extra und einen Instant-Affen. Ich habe auch da, das ist eigentlich ganz cool. Ich habe noch keine einzige genutzt, ich sammle die fleißig. Aber irgendwann kann man dann vielleicht diese Text zum Beispiel, diese Kräfte oder Insta-Affen einfach mal nutzen. Also da sind schon ein paar upgradete Affen zur Verfügung, die man theoretisch nutzen könnte. Um direkt sich einen Vorteil zu erkaufen. Aber wir brauchen es in dieser Herausforderung nicht. Wir machen die einfach. Wir haben bei dieser Bonus-Herausforderung normale Regeln, also alles normal. Endrunde ist Stufe 40, wie es auf leicht üblich ist. Und dann haben wir prinzipiell den Helden vorgegeben und die Affen und die Gebäude. Mehr haben wir nicht zur Verfügung. Und die Anzahl zeigt auch, wie viel von denen wir zur Verfügung haben. Sollte aber machbar sein. Wir sehen auch, dass wir die nur begrenzt erweitern können. Also da ist das Maximum 5-3. Hier ist Maximum Morbkiller so in etwa. Die Kanone kann ich zumindest schon auswendig, deren Upgrades, weil die nutze ich ziemlich häufig. 5-0-5, 5-2. Der wird auf jeden Fall zum Sturmgott. Der wird unser wahrscheinlich Main-Angreifer werden. 3 Affen mit Sturmgott-Fähigkeit soll es werden. Die können unbegrenzt abgegradet werden, so deutlich ist. Aber mit Stufe 40 sollte es alles machbar sein. 2 Kanonen und sonst Sturmgötter. Und das Spiel ist gewonnen. Oh ja. Okay. Wir haben auf leicht haben wir kostengünstigere Affen. Und ja, der Held ist auch am Start. Wir können ja einfach mal den Held sofort starten. Der kann ja, genau, mit dem Helden könnte man schon. Oh, der ist zu breit für diese. Okay. Diese Map habe ich noch nicht gespielt. Dann ist es wahrscheinlich klüger, ihn hier irgendwo zu setzen. Are you kidding me? Nothing gets past my bow. Na, dann sehen wir mal, ob nichts an dir vorbeikommt. Ja, prinzipiell, der Affe, der upgradet sich von selbst, kriegt immer neue Stufen und wird immer stärker. Genau. Level abgeschlossen, deswegen hat er Erfahrungspunkte bekommen. Ich gehe davon aus, er kriegt auch Erfahrungspunkte fürs Schießen oder kriegt er immer bloß fürs Abschließen von einem Level Erfahrung. Bisher erkennt man noch nicht viel. Aber bisher ist auch noch nichts nötig. Er ist vollkommen ausreichend. Auf Stufe 5 kann er sogar unsichtbare Gegner angreifen. Ich glaube, der verstohlene und schneller. Nee. Gibt's hier auch Ninja-Affe? Kann auch Tarnballon. Ja, genau. Der ist für die Tarnballons da. Den brauchen wir auch noch. Oh. Okay.
Okay. Alles cool. Das war knapp. Das war ein bisschen zu knapp, finde ich. Wir brauchen auf jeden Fall eine Ninjaven. Wir sollten sie hier aufstellen. Hier und auf der Seite ist wahrscheinlich die beste Position. Wir machen mal hier den Ninjaven. Dann kommt die Kanone direkt darunter. Das ist das nächste, was ich mir kaufe. Und dann... Ja... Wobei, ich könnte mir noch den leisten vorher. Machen wir erstmal weiter. Machen wir erstmal die Kanone. Vielleicht mache ich auch die Kanone einfach hier hin. Nee, da mache ich den anderen Affen. Genau, dann haben wir sie hier. So. Damit sind wir schon mal gut. Damit sind wir sehr gut aufgestellt. Den brauchen wir tatsächlich. Den kann ich upgraden. Das ist schön. Das sollte ich machen. Bam. Kriegt der geile Armbrüste. Das kann ich auch upgraden. Gönne ich mir. 100%ig abgegradet habe ich noch nicht alles. Aber ich versuche es mittlerweile, so die XP für alle zu sammeln. Aber das kommt auch mit der Zeit, muss man dazu sagen. Das ist ein bisschen tricky, den zu platzieren. So, jetzt habe ich prinzipiell von allen wichtigen, nennen wir es mal Türmen, eigentlich alles positioniert. Dementsprechend. Also ist jetzt abwarten und Tee trinken. Theoretisch würde ich noch gerne die zweite Kanone absetzen, weil Kanonen sind super gut. Und dann sind wir gut. Tarnballons sollten kein Thema sein, weil er hat ab Stufe 5 die Fähigkeit, Tarnballons zu finden und der trifft sie auch. Dementsprechend könnten das Teil auch noch machen. Das Teil ist gar nicht so verkehrt. Machen wir es... Ja, why not? Stellen wir es da vorne hin. Das macht lauter Nagelfallen und gut ist. Genau. Dann kriegen die Erfahrungspunkte. Das ist der Hintergrund, warum ich alles platzieren möchte, so möglichst. Aber das Problem ist, wenn man zu viel platziert, dann hat man kein Geld, um die wichtigen Affen zu machen oder wichtige Upgrades zu machen. Ich habe auch mittlerweile ein paar... einen Lieblingsaffen, absolut. Den Magieraffen. Tatsächlich. Also nicht den Magieraffen, das ist irgendwie... Ja, der kann zum Feuermagier, zum Elektromagier und zum Nekromanten abgegradet werden. Das ist mein absoluter Lieblingsaffe im Moment, weil der als Feueraffe super strong. Und hilft mir auch gegen unsichtbare Viecher. Und kann Bleiballons. Der kann eigentlich alles. Jetzt ist die Frage, will ich das da und das da? Nee, ich will ja erst die Kanone noch haben. Die platzieren wir möglich... Oh, der kann sogar da durchschießen. Interessant. Ah, das wusste ich nicht. Das ist eine Lücke. Das ist gut. So, wir haben jetzt alles platziert, was ich in dieser Mission benötige. Der Rest ist Upgrades. Upgrades available. Wie war das jetzt nochmal? Die Bomben können größer werden. Größer, schneller. Ich glaube, das da... Ja, genau. Das da konnte man maxen. Raketenwerfer. Oh ja, jetzt geht's ab. Große Explosion mit Raketenwerfern. Tja, da kommt erstmal keiner vorbei. Und wenn doch? Ach, gib mir Geld. Gib mir mehr Geld. Meine Freunde, gib mir Unmengen mehr Geld. Das Spiel ist auch irgendwie so... Ja, ich will... So befriedigend fühlt sich's immer an. Weil, wenn man irgendwann OP ist, ihr wisst, wenn ihr mir schon länger zuschaut, dann wisst ihr, ich mag es, OP zu sein. Und mit der Zeit, wenn man den Anfang geschafft hat, dann wird man einfach OP. Das ist einfach. Wobei, tatsächlich habe ich schon häufig gemerkt, man darf es nicht unterschätzen. Tatsächlich, es gibt immer noch genügend Fallen. So, Morbkiller, dann nochmal hier... Auch noch Super Rockets. Und dann haben wir eigentlich alles Nötige. Bam, 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 bam. Ja,
können ruhig mal Tausende von Bloons kommen, weil ich brauche Geld. Noch mit größeren Nagelhaufen. Genau, die Blabaloons werden durch die Raketen zersprengt. Und gut ist. Ja, das ist eigentlich ziemlich geil so. Den Nagelhaufen da vorne muss ich eigentlich nicht weiter. Der sammelt seine Erfahrungspunkte. Irgendwann anders brauche ich ihn vielleicht eher. Deswegen sollte ich jetzt verstärkt den Moab-Schläger nochmal upgraden. Das müsste eigentlich reichen, weil... ja, schweren Schaden, aber zwei Raketenwerfer, die reichen aus. Ich glaube, erst mit Stufe 40, also auf der letzten Stufe, kommt überhaupt ein Moab. Wir brauchen eher hier, den da. Wir brauchen von dem mehr. Mehr Power und so. Blitze und Stürme. Ja, ich sag's doch. Der reicht vollkommen aus, um die ganzen... Und das zusammen. Um die ganzen Unsichtbaren wegzumachen. Affenpunkt, sehr gut. Blitze. Und danach Windböen boosten die Bloons von der Strecke und vom Ausgang weg. Ja, tatsächlich. Bloons, die dann getroffen werden und noch überleben, glaube ich, fliegen direkt wieder zurück zum Eingang. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Der ist auch schon abgegradet. Welches Level hat er? 7. Tatsächlich weiß ich noch gar nicht, gibt es eigentlich auch einen Modus, wo man unendlich spielen kann, weil bisher hatte ich das nicht, weil immer selbst auf schwer mit Stufe 80. Oh, die kam jetzt schon ziemlich gut durch. So, jetzt wird schon schwieriger, dass sie durchkommen. Aber auch den sollte ich jetzt upgraden. Such Krähenfüße, dann macht der prinzipiell dasselbe wie die Falle. Der wirft nämlich auch Fallen auf. Und dann nochmal. Oh, dann werden wir uns Spezialaffen. Der weiße Ninja. So, wir nähern uns dem Ende. Was gibt's noch abzugraden? Das kann man noch upgraden, das kann man noch upgraden. Und dann sind wir eigentlich unserem Schicksal überlassen. Und hoffentlich... Regenbogen-Bloons, die sich erneuern, das ist kein Thema. Interessanter wäre, kriege ich noch einen Moab-Killer zusammen, aber ich befürchte nicht. Aber ich glaube auch, dass wir es nicht benötigen. Oder? Vielleicht kriege ich doch einen Moab-Killer noch zusammen, wie es aussieht. Ja, geil. Haben wir noch einen Moab-Killer? Oh, und ich kann sogar den Moab-Eliminator aus upgraden. Aber den kann ich leider nicht. Leider nicht bauen. Scharfschützenfähigkeit erzielt 6 Wochen Schaden mit kürzerer Abkühlzeit. Also noch schnellere, noch stärkerer Krieg. Der Klassik. Ja, easy. Seht her, der Affenstar. Oh ja, Belohnung. Wir kriegen extra Geld. Jasmin YouTube's Challenge bei Jasmin YouTube abgeschlossen. Yasim. Oha. Oha. Was ist Yasim YouTube? Ist das ein... Gibt's wohl Challenges, die man selbst bauen kann? Das ist absolut. Das ist eigentlich ganz cool, dass man täglich so eine Herausforderung hat. Und auch was davon bekommt. Ist es vielleicht so, dass die... top Herausforderung. Kann ich das machen? Oh, das könnte ich auch machen. Oh, und mein Lieblingsaffe ist dabei. Geil. Können wir eigentlich noch gleich dranhängen, weil... Prinzipiell... Habe ich es ja. Kann ich es ja. Wo wollte ich jetzt schauen? Spielen? Nee. Doch. Nee? Nee. Da wollte ich nicht schauen. Wo war das? Gab es nicht hier so einen Editor oder sowas? Koop, Kräfte, Wissen. War das hier? Das war das Rennen? Nee. Das war die Odyssey Challenge? Das war hier, oder? Herausforderungsbrowser. Und hier vielleicht sammeln die hier irgendwas, erstellen. Wuji Games Challenge. Eigene. Herausforderung teilen. Das wäre cool. Herausforderung bearbeiten. Ei, Karamba. Das gefällt mir.
Vielleicht mache ich selbst mal eine Herausforderung. Die spielen wir dann und dann vielleicht kommt sie irgendwann öffentlich rein ins Spiel. Na gut, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werden wir dann direkt, habe ich jetzt einfach beschlossen, den Winterpark noch machen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal wieder was Anstrengendes. Beziehungsweise ich glaube, wir schauen uns mal dieses Odyssey-Event an. Oder den neuen Helden. Das ist natürlich auch eine Idee. Aber erst zum Winterpark. Beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.